Kern? Klingt richtig. Okay, mein bester Tipp. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Dad, meine Ohren, liebe was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Schwindel? Mitarbeiter. Sie meinen einen Tiefenrausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich, hab's in einem Film gesehen. Wow! Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Das habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool! Vorsicht, ich gehe vor. Cool! Seht euch das an! Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie Sorkin. Gefällt mir ganz und gar ich nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Von innen verschlossen. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Sie hören mir nicht zu.
Das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. 4 andere. 3 Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist, und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Billy, wird InGen die Bombardierung abblasen? Wohl kaum. Nicht InGen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Und die Kontingenz wird mit einer Biogefährdungsgeschichte verschleiert. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von InGen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Plan B. Mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen InGen zeigen, dass... Vorsicht! Okay, alle ruhig bleiben. Und vom Fenster fernhalten. Ruhig bleiben? Ganz genau.
Was? Wollen Sie einen, hab ich doch gesagt? Weiß ja nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich bin hergekommen, um zu telefonieren. Hier spricht William Yoda, Kennung 4122. Verbinden Sie mich mit Haskell. Ja, Sir. Ja, Sir, die amerikanische Botschaft. Ich berichte, große Verluste auf der Insel. Team Alpha im Kampf getötet, bis auf mich. Team Bravo im Kampf getötet, zwei Helikopter zerstört. Zwei Zivilverluste. Ich habe Zugang zu einem seetüchtigen Boot und evakuiere die letzten Überlebenden. Ja, Sir. Das Militär kann einschreiten. 90 Minuten. Verstanden, Sir. Was ist hier los? Wen haben Sie angerufen? Das ist weit genug weg. Was? Sie kommen nicht mit. Sie erleiden einen tragischen Unfall, Jerry. Nima, wir haben alles, was wir brauchen. Wir bringen das allein zu Ende. Was? Nein. Was soll Nein bitte heißen? Wir hatten einen Deal, schon vergessen? Unser Deal war nicht vor, Jerry und Jess zu töten. Was ist los? Es tut mir leid, Jerry. Ich wurde hierher geschickt, um die Dinosaurier-Embryos von Ingen zurückzuholen. Ich verstehe das nicht. Sie sind eine Industriespionin? Ja. Verdammt, Nima. Ich habe Ihnen vertraut. Es ist nicht so, wie es aussieht. Yoder hat die Dose genommen. Er will sie für sich. Ich versuche Ihnen und Jess zu helfen. Was für eine Dose? Eine Dose Rasiersaum. In ihr sollen die Embryos von der Insel geschmuggelt werden. Verdammt, Nima. Sie versauen es. Nein, Sie tun es. Oscar hat Ihnen vertraut. Vielleicht war er ein Teufel, aber jeder konnte seine Sünden auf seinem Arm sehen. Sie sind nichts weiter als eine Maske. Nein, das können Sie nicht tun! Sind wir Ihnen so egal? Und was ist mit Oscar und Deacon? Das reicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorsprung. Billy, warten Sie! Sobald ich den Bügel loslasse, gibt's kein Zurück mehr. Tun Sie das nicht! Ist jemand verletzt? Sind wir alle in Ordnung? Sie meinen, abgesehen davon, dass dieser Desgraciado uns hier eingesperrt hat? Wir sind so gut wie tot. Sagen Sie das nicht. Jemand muss nach uns suchen. Wer, Jerry? Yoder hat uns hier zurückgelassen. Er wird mit dem Boot wegfahren und niemandem von uns erzählen. Vielleicht lässt er das Boot da. Er hat den Behälter. Er weiß, wo das Boot ist. Den Behälter... hat er nicht. Was? Tut mir leid, ich wollte ja nicht mehr stehlen, aber... Okay, diesmal verzeihe ich dir noch. Jerry, sind Sie? Na toll, einfach toll.
Warum überflutet es? Durch den Schaden an der Tür verlieren wir Luftdruck. Der ganze Raum wird sich bis ins Letzte mit Wasser füllen. Verdammt, selbst wenn wir die Tür gegen den Druck öffnen könnten, die Rotunde ist überflutet. Es gibt keinen Ausweg. Warten Sie, ich erinnere mich. Vielleicht kommen wir raus, wenn wir schwimmen. Schwimmen? Schwimmen? Wir schaffen keine 5 Meter, wenn der Mosasaurier hier rumschwimmt. Vielleicht. Das Rohr dort führt aus dieser Lagune raus. Am anderen Ende sind Höhlen, die mit weiteren Höhlen verbunden sind, die zum Strand führen. Wir benutzen das Rohr als Deckung. Und Sie glauben, wir können die Luft so lange anhalten? Dad, sieh nur, da unten sind Tauchausrüstungen. Nein. Wir haben doch gar keine Ahnung vom Tauchen. Ich schon. Was? Wir müssen den Mosasaurier ablenken. Überlegen Sie sich was, dann treffen wir uns unten. Tauchen? Wie geht's dir, Jess? Ganz okay. Mir würde es besser gehen, wenn wir nicht am Boden dieser Lagune gefangen wären. Mach dir keine Sorgen. Wir kommen hier schon raus. Sind Sie sicher mit den Meereshöhlen? Ich bin als Kind oft in dieser Lagune geschwommen. Mit den Luftflaschen ist das kein Problem. Berühmte letzte Worte. Wie bitte? Nichts. Oh, bitte, was ist daran so schwer zu verstehen? Ich habe absolut keine Ahnung vom Tauchen. Dad, lass das Mischventil in Ruhe. Die sind alle voreingestellt. Seit wann weißt du so viel übers Tauchen? Weißt du noch, dass du mir Tauchstunden verboten hast? Hat deine Mutter das Verbot etwa aufgehoben? Naja, Steve hat mir heimlich Stunden bezahlt. Mams neuer Freund? Ja, aber wenn's dich tröstet, ich hatte Hausarrest und er schlief eine Woche auf der Couch. Wie lange wird es wohl dauern, bis dieser Raum überflutet ist? Ich will's nicht rausfinden, Dad. Ich bin sofort wieder da. Fütterungsprogramm. Sieht aus, als würden sie Futterbecken in die Lagune entleeren, um den Mosasaurier zu füttern. Für jeden Tag muss ein Becken vorgesehen und gefüllt sein. Brutstätte B. Becken 4 steht offenbar heute für die Fütterung auf dem Plan. Das wird ihn erstmal beschäftigen. Okay, Schatz, was sollen wir tun? Dad, ich hab's mir anders überlegt. So ein Atemgerät habe ich noch nie benutzt. Ich kann das nicht. Hey, du schaffst das Nein. schon. Nein! Was, wenn irgendwas schief geht? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sich noch jemand verletzt. Schau mich an, Liebes. Du hattest völlig recht. Ich vertraue dir viel zu wenig und gebe dir keine Chance mehr, was Positives zu beweisen. Doch hier und jetzt hast du mehr als genug getan, um dir dieses Vertrauen zu verdienen. Ich weiß, du bist zu großem fähig. Ich vertraue dir, Jess. Ich weiß, du kannst das. Ich will nur, dass du bleibst. Ich ertrag's nicht mehr, dass du dauernd weggehst. Ich weiß, Schatz. Aber jetzt bin ich hier und lass dich nicht allein. Ich bin die ganze Zeit über bei dir. Was ist das Taucherzeichen für okay? Dasselbe wie überall anders auch. Na gut, ich verspreche dir, das Zeichen immer zu machen, wenn du zu mir schaust, okay? Ich hab Angst. Ich auch. Aber mit deiner Hilfe schaffen wir das schon. Okay, Jess, bist du bereit? Ja, legen wir los. Also, wie funktionieren diese Dinge? Also, das sind Atemgeräte mit geschlossenem Kreislauf. Sie sehen maßangefertigt aus. Die Flasche ist klein, etwa 15 Minuten Luft. Reicht das auch? Aber die Luft, die du ausatmest, wird aufbereitet. So hält es circa 45 Minuten. Bleib ruhig, sonst verbrauchst du mehr Luft und beschädigst vielleicht sogar die CO2-Filter. Klingt nicht gut. Kohlendioxidvergiftungen sind übel. Das ist der Atemregler. Der ist in die Maske eingebaut und hilft dir beim Atmen. Kämpf nicht dagegen an und halt nie die Luft an. Nie die Luft anhalten, okay. Das ist alles. Der Anzug funktioniert quasi automatisch. Er gibt dir Auftrieb und kontrolliert den Sauerstoff.
Oh, und versuch unauffällig zu schwimmen. Unauffällig schwimmen? Keine Verrenkungen. Sowas lockt Haie an. Und Mosasaurier? Die wahrscheinlich auch. Dreh dich um.